wollte euch heute einfach mal eine kleine Strickschule zeigen, damit ihr ganz in Ruhe einfach mal nachstricken könnt. Einfach und simpel gemacht für jedermann. Und zwar reicht uns dazu irgendeine Restwolle. Am besten die dickste, die ihr findet. Das macht es viel einfacher. Und dazu eine 8er Rundstricknadel. Weil es eigentlich am einfachsten geht, mit einer Rundstricknadel zu stricken, anstatt wenn man zwei einzelne hat, es fällt viel leichter. Und als erstes möchte ich euch zeigen, wie man Maschen fängt. Wir nehmen das Knäuel, ziehen uns einen Faden heraus und machen den in die Hälfte. Einfach mal so armlang vielleicht. Dann fassen wir in die Hälfte und nehmen den Faden so. Ich halte einen Moment meine Hand hin, dass ihr das abgucken könnt. Dann nehmen wir eine Nadel und fangen ganz langsam an. Seht ihr das? Einmal hier rein, um diese verdreht. Und dann nehmen wir uns die nächste Masche und ziehen die erste fest. Ich zeige es nochmal. Spannen den mittleren Faden. Dann diesen und dann holen wir uns die dritte Seite, ziehen es durch und ziehen die Masche fest. Nicht zu fest, schön locker, wir müssen sie ja dann nochmal stricken. Und jetzt wird es einfacher. Wir nehmen das so, der kleine Finger hält den Faden am besten. Und dann gehen wir in diese, den Finger raus und der Daumen zieht es fest. Nochmal. Wir verdrehen, wir nehmen den Faden, ziehen es durch, der Daumen geht aus der Schleife und zieht es fest. Noch einmal, wie eine Zwille etwa. Die Schlaufe, diesen Faden durchziehen, der Daumen macht es fest. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. 1, 2,